Wir sind bei den Jubilaren des Jahres und in diesem Jahr feiert eine Gameshow Jubiläum. Da sagt man, wieso, das kann doch gar nicht sein. Doch, 30 Jahre Glücksrad, auch ein Jubilar des Jahres. Fernsehkult seit 30 Jahren, das Glücksrad. Jeder hat mitgefiebert, jeder hat mitgeraten. Die Gastgeber des Abends, Frederik Meißner und Peter Bott. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Kein Mensch hat sich Gedanken darüber gemacht, welchen Erfolg das haben könnte bei uns. Und dann schoss dieses Ding, dieses Glücksrad, wie eine Rakete in die Höhe. 30 Jahre mit 12.000 Kandidaten, in über 4.000 Folgen, mit mehr als 5 Millionen Zuschauern pro Sendung. Der Gewinn, Sachpreise im Gegenwert des erspielten Geldes. Doch Geld gab es am Ende auch zu gewinnen, und zwar in echtem Gold. Unvergessen der Auftritt der späteren Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ort Magdeburg. Fast immer mit dabei. Ihre Glücksfee, Maren Günther, bitte sehr. Das Glücksrad, 30 Jahre beste Fernsehunterhaltung. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Ja. Würdet ihr euch bitte die Namensschildchen alles wie beim Glücksrad anstecken? Genau, ja. Bekanntermaßen wird Günther Jauch ja auch von seiner Frau gesiezt, aber beim Glücksrad spricht man sich mit Vornamen an, deswegen steht dort Günther. Wir spielen original Glücksrad und das geht doch gar nicht. Das geht gar nicht ohne Maren Gilzer. Da ist sie. Hallo Frau Gilzer. Schön, dass Sie da sind an der Buchstabenwand. Man könnte es ja auch für ein modernes Möbelstück halten. Ich kann mir vorstellen, Zuschauer schicken sowas auch in Miniatur als Marzipan. Haben Sie sowas zu Hause? Nein, aber ich habe einen Teppich. Mir hat jemand in langer Heimarbeit einen Teppich gewebt von Hand mit meinem Konterfei und dem Glücksrad im Hintergrund. Sie machen uns heute die Buchstabenfee, wie sich das gehört. Muss ich euch Glücksrad erklären? Nein. Barbara und, ich sage jetzt einfach mal Günther. Barbara und Günther? Das hanseatische Du aber hoffentlich, oder? Nee, Sie dann. Wie war das beim Glücksrad? Wurde immer geduzt, Peter Bond? Und nein, gesiezt und mit Vornamen angesprochen. So, mhm. Wieder nix, Herr Blasberg. Mensch, Günther! Wir spielen original Glücksrad. Ihr dreht und dann haben wir eine Punktzahl. Für diese Punktzahl könnt ihr euch dann einen Konsonanten aussuchen. Und wenn der kommt, dann habt ihr diese Punktzahl. Wenn der dreimal kommt, habt ihr dreimal die Punktzahl. Und dann könnt ihr einen Vokal kaufen. Super. Für 300 Punkte. Ja. Den Rest erklären wir on the fly. Google mal Vokal. Barbara und Günther Jauch liegen hinten. Barbara fängt an von genau. Diesem Team. Wir sind jetzt in dem Fall ist es wir, okay. Wir sind ein Team oder gegeneinander? Nein, ihr seid gegeneinander. Ihr seid schon gegeneinander. Kein Team, Günther. Entschuldigung. Was denken Sie? So, ich. Oh. 350. Das ist ja nicht so doll. Das ist ja die niedrigste Zahl. Ich kaufe natürlich ein R. Ich sag mal, es gibt ein Ereignis, es ist ein Wort und es handelt sich um ein Ereignis des Jahres, ist nicht dabei. Es gibt kein R. Bitte? Es gibt kein R da drin. Okay. Und Elias, du bist dran. Es gibt ein Bankrottfeld, aber wenn ihr noch nichts habt, könnt ihr auch nicht bankrott gehen. Wunderbar. 2000! Das ist nicht dein Ernst. 2000! Das heißt, ich kann mir schon direkt einen Vokal leisten, ja? Nee. Das würde ich aber nicht machen. Machen wir aber nicht. Nee, brauchen wir nicht. Ich würde einen Konsonanten nehmen. Was ist denn das häufigste Konsonant zu einem? X. ich nehm ein B. Ein B? Ja. Und löse. Dreh ich jetzt nochmal oder darf ich weitermachen? Du darfst weiter. Wobei, ich kann auch schon lösen eigentlich. Das ist ja noch ein bisschen wenig ein Geld, bisschen, oder? Ein bisschen wenig Geld. Noch ein bisschen ne? Geld erdrehen. 2000 hast du schon auf der Uhr. Wenn Sie eh schon die Buchstaben wissen, dann doch ein bisschen Geld. Nein. Ja, ja. Nein. Das war 2 mm für Bankrott. Ja. Ja, alles gut, alles gut. Alles gut. 450. Dann nehme ich ein D. Ein D. Sagenhaft. Du kannst auch jetzt mal einen Vokal kaufen. Soll ich mich schon mal trauen mit dem Vokal, ja? Ja, 300. Doch, ein A nehmen wir jetzt einfach mal. Ist nicht dabei. 300 Punkte verloren, aber nicht schlimm. Jan-Josef, du bist dran. Brausebad. Auch gemacht. Man darf eigentlich nur, wenn man dran ist, die Lösung vorschlagen. Gibt es aber dann 500 Punkte extra. Mein Gott, war das knapp am Bankrott vorbei. 400
Ich nehme ein L. Ah. Ereignis. Ein Ereignis, ja. Kannst du noch mal drehen? Okay, immer noch mal. Sag mal, kommen wir auch mal dran das, irgendwie? Oder? Ja, für sie läuft es gerade schlecht, aber das löst ja nie im Leben, der Hilfers. 400 Punkte. Für T. Also ich nehme ein R. Das war doch schon. Was, R? Ja, das hatten wir schon. Wer hat denn ein R? Egal, man muss aufpassen. Ein R hatten wir schon. Der Günther ist dran. Günther, wenn Sie bitte am Rad drehen. Kann er jetzt noch nichts kaufen, weil ich nichts habe, ne? Genau. Sie können nichts kaufen, weil Sie blank sind. 800. Was war das denn für ein geschicktes Drehen? 800. Dann Hauen nehme ich raus, mal Günther. Ein P wie Paula. So, das war Ihre Chance. Barbara. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe kein Geld, ne? Habe ich das noch richtig in Erinnerung? Du hast null. Null. Nee. Dann musst du drehen. Ich muss drehen. Oh. 400. Gut, ich sage ein wie. Ah. Oh, ja, jetzt. Wer ist? Papa, okay. du darfst es versuchen. Du darfst es versuchen. Das halbe Publikum weiß es schon. Dann drehe ich jetzt nicht und kaufe. Was kostet ein Vokal? 300. Ja, dann kaufe ich ein O. Ah. So, möchtest du jetzt die Lösung raushauen? Dann kriegst du 500 Punkte, wenn die Lösung stimmt. Dann ist es Blutmond. Richtig, ja. 500 Euro. Jetzt habe ich es auch. Richtig, 500 Punkte. Ja, Blut. 500 Punkte extra. Und das zweite Buchstabenrätsel kommt. Super. Das ist übrigens ein Bindestrichwort, deswegen steht der Bindestrich da. Und es war so eine Art Nachricht, auch ein Aufreger des Jahres. Und wer ist eigentlich dran? Elias. Nee, aber das, dann ist doch, als Erster ist doch total doof. Nee, als Erster ist total super, hast du noch die meisten Buchstaben zur Verfügung. Ja, aber da hat man auch keine Chance. Wenn ihr euch streitet, fange ich an. Ja, bitte fangen Sie doch an. Günther, Sie wären dran. Oh, danke. Ich finde das toll, wenn sich hier Freiwillige melden. Das ist sehr sportlich. 200 Punkte. 200. Ein Konsonant. Dann nehme ich ein R. Läuft. Sie dürfen gleich nochmal. Ach so. Ja. Yeah. 2000. Was kann ich jetzt damit machen? Alles. Ein Konsonanten benennen, der hoffentlich sechsmal drin ist. Ja. Dann nehme ich als Konsonant natürlich E wie Emil. Ach Quatsch. Ja, jetzt habe ich. Was ist das E für ein Buchstaben? Ja, jetzt. Dann nehme ich ein T. Ein T wie Theodor. Ja. Und das gibt's praktisch. Elvarat. Nein, nicht sagen, das war keine Lösung. Hallo, ich bin noch gar nicht dran. Noch gar nicht dran. 2000, guck mal, so hat man 2000 Punkte. Wäre jetzt. Ja, was habe ich jetzt von den 2000 Punkten? Sie könnten sich davon jetzt ohne Ende Vokale kaufen, wenn Sie wüssten, was es Vokale ist. Ja. Ja. Okay. Sehr schön. Günter Jauch erfindet einen neuen Konsonanten. Ja. Das E. So. Und ihr haltet jetzt alle die Klappe, denn ich nehme jetzt den Vokal. Kohle habe ich ja genug. Richtig. Ja. Ja, jetzt nehme ich. Kann ich ein E und ein U nehmen? Nein, nur der Reihe nach. Dann nehme ich ein E. Erstmal ein E. Sehr billig. Für 300 Punkte 3E. Und jetzt habe ich immer noch Geld, oder? Ja. Ein A. Ist immer noch was da. Aber gucken Sie mal, vielleicht fällt es Ihnen schon ein. Ich nehme ein U noch. Kostet 300 Euro und ist nichts. Sie hätten auch einfach drehen können, das macht Barbara. Und ich bin weg, ja? Ja, genau. Ich hätte auch drehen können. Ja. 900 Punkte.
nehme ein eines. Ein S? Ja. Ein S ist drin. Sehr gut. 900 Punkte landen bei dir, ein S drin. Sie dreht nochmal in meinem Spargang. 300 Punkte. Ich nehme ein, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das heißen soll. Ich nehme ein F. Es ist eine Art Nachricht, es war ein Aufreger. In diesem Ach so, Jahr. Dieselfahrverbot. Yes! Wow. Hey. Klasse. 500 Punkte extra für diese mutige Lösung zu einem so frühen Zeitpunkt. Keiner hat es auf dem Schirm. Sehr schön. Und wir legen jetzt schon fest, wer dann anfängt danach, damit es nicht wieder so ein Gezeter gibt. Elias, du fängst an bei dem dritten Begriff. Okay. Ja? Sehr gut. Dritter Begriff. Es ist eine Art Schlagzeile aus diesem Jahr. Und glaub mir, mit vielen Buchstaben ist es leichter als mit wenigen Buchstaben. Ihr werdet es gleich sehen. Elias Mbarek ist dran und dreht. Na komm. Naja. Nein, es ist nicht wahr. Aber du wolltest ja nicht. Das ist ein Spiel. Das ist ja gut, du wolltest ja nicht anfangen. Du musst du ja nicht. Ich kann lösen. Das meine ich im Ernst. Echt? Ich kann lösen. Ist sie denn schon dran? Ich löse einfach nur, weil ich mich so super finde, dass ich es einmal sagen möchte. Bist du wahnsinnig. Aber dann dauert das nochmal 20 Minuten. Karin Bauer ist neue CDU-Chefin. Barbara? Ja? Wie kommst du darauf? Das habe ich mir so gedacht. Also weicher Name, es muss ja, wenn es eine Schlagzeile ist, muss es irgendwas mit dem Binnenstrich sein. Ich kaufe ein K. Everton P. Ich freue mich. Okay. Barbara macht uns fertig und wir probieren es einfach mal. Bringt mal alle Buchstaben so rein, in welcher Reihenfolge auch immer. Das wäre mir unheimlich. Frau Gilzer, drehen Sie einfach mal. Ja. Komm, ich helfe mal mit. Das war groß. Ja. Nein. Der Wahnsinn. Es gibt doppelte Gage. Es gibt doppelte. Unglaublich. Es ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Das gibt's doch nicht. Zumal gab es das jemals in der Geschichte des Glücksrads? Das jemand so Nein, ich glaube nicht. So, und jetzt? Ist das nicht großartig? Es gibt Trostpreise. Die kommen aber erst gleich dran. Nein, alles wie beim Glücksrad. Die kommen erst mal gleich dran. Ja, die So, wir gucken uns mal an. Wir rechnen jetzt mal die Punkte um in Geld. Platz 3. Der Günther, zum letzten Mal kann ich das sagen, mit 1500 Punkten ist auf Platz 3 und bekommt 500 Euro dafür. Auf Platz 2 Elias Mbarek. Er bekommt 1000 Euro für seinen Punktestand. Und sensationell auf Platz 1 Barbara Schöneberger, sie bekommt 1500 Euro. Wow. Und dafür, dass sie die Geschichte des Glücksrads dazu gezwungen hat, dass sie neu geschrieben werden muss, 1000 Euro. Oh. Ja. So, Männer. Und ihr begebt euch bitte zu den Trostpreisen. Wir haben drei Verlierer hinter Barbara, haben alle verloren. Ihr müsst euch jetzt einigen, wer was nimmt. Wer zuerst da ist, kann auch zugreifen. Schnell. Ach, nach euch. Ja, rennen. Elias bekommt das Bügeleisen. Herzlichen Glückwunsch. Das wäre ein Käsehobel. Oh nee, das wäre ein Käsehobel. Das ist noch ein richtiger Hobel. Ein richtiger Hobel. Vielen Dank. Ich dachte, das wäre ein Käsehobel. Ihr könnt euch noch ein bisschen tauschen. Vor allem jetzt herzlichen Dank. Ja, vor allen Dingen, dass Sie mir auch beim Durchsetzen der Regeln geholfen haben. Die versuchen ja immer zu fuschen. Ja. Und das war ganz gut. Frau Gitzer, alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank.